Sterling! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Plants vs. Zombies, wollte gerade Warfare sagen, aber es ist ja Plants vs. Zombies. It's about time. And it's time to start a new event. Nein, das ist das Vasenbrecher-Zeug. Das kann ich nicht. Da bin ich sehr schlecht darin, wie ihr sagt. Das kann ich nicht sehr gut. Ja, da freue ich mich schon. Uch, ich wollte gerade sagen, da fehlt eine. Ja, ach du fertig los, leg mich doch. Toll. Aha. Ach nee, es ist ein Schaufeltypi. Wie mach ich den dann bitte platt? Ach, den könnte ich besser mit denen da platt machen, aber... Krieg ich den platt? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Wartet, 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 wartet. Ich muss ihn töten, ihn töte ihn. Töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Nein, ich habe versagt. Da ist gar nicht mein Gehirn. Aber da, ich habe doch gar keins. Was wollen die denn essen? Ich lebe doch total cholesterinarm. Ich kann das erneut versuchen. Muss ich mir eine Werbung für angucken? Pff, leg mich doch an. Ja, mal, das will ich jetzt nicht. Geh da weg damit. Blöde Schweinehunde. Bevor ich im Zeit. Das war ein Scheiß-Level, das mag ich nicht. Kann ich das andere wieder haben mit dem Erdbeerbömmchen? Das war auch scheiße. Ich hab keine Lust. Nein, ich hab keine Lust. Ich mag das nicht. Geh weg. Geh weg. Nee, das will ich auch nicht. Lass mich hier da wieder westen. Das ist lustig. Our howdy, partner. Gehen wir jetzt in the Wild Western. Und machen das da. Lass mich nicht verkohlen. Was ist jetzt mit den Kohlen? Die Kohlen. Die Kohlen, Junge. Was ist jetzt mit den Kohlen, Mann? Oh nein. Diese Level sind echte Kopfnüsse. Aber ich will an das sahnige Innere. Es geht aber darum, sie nicht zu beschädigen. Die Überlegung schützt sie mit solchen Pflanzen. Toll, da freust du mich also. Ist ja klar, da schön weit vorne, damit es auch richtig anstrengend wird. Pizza. Das da, das da, das da. Das ist immer so mein Standard. Die da. Wollen wir heute mal was anderes benutzen? Die da. Komm, wir können. Nee, nee, nee. Die bleiben, die bleiben, die bleiben, die bleiben. Und wir nehmen dafür die Erdbeerbomben haben. Und wir könnten ja mal einfach andere Sachen benutzen. Einfach just for fun. Einfach just for fun. Just for Tilulz. Ich habe nichts, was nach hinten schießt, ne? Ich weiß was. Ich pflanze Spikes nach hinten. Da sterben die dämlichen Idioten dann nämlich auch dran. Sonnenblume setzen wir jetzt in die dritte Reihe. Oh nein, da kommt ein Zombie. How could you? Und dann packen wir schon mal überall da so Sachen hin. So. So, schön. Auch überall nach hinten in die Reihe. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich benötige so einen. Dann benötige ich so einen. Dann gehe ich mal Sterne pflanzen. Und dann noch so eine Nuss hin, so eine böse guckende. Ja, gucken wir einfach mal, was passiert. Bestimmt die beschissenste, blöde Taktik, die es überhaupt jemals bei Plants vs. Zombies gegeben hat. Total useless und absolut nicht funktionsfähig. Wie, du explodierst jetzt an diesem fast kaputten Körper. Dankeschön. Mist. Mist, der geht mir zu nah an mein Sternchen. Lass mein Sternchen in Ruhe, du dumme, dumme Kuh. Der futtert sich da oben voll. So. Die Nuss guckt auch ein bisschen base. Auf jeden Fall gut geschützt. So.
So, dann kommt der da hier hin. Du kommst dahin. Du bist eingefroren. Weil die schießen halt auch nach hinten, die Sternchen. Das ist halt ganz praktisch. Gegen diese Opas da. So. Bis jetzt klappt es. Bis jetzt finde ich es noch akzeptabel und gut. Ja, die Nüsse explodieren und machen die alle fertig. Das ist richtig nice. So, jetzt kommen hier überall weiterhin noch Nüsse hin. So. Da oben geht es jetzt richtig ab, du. Bam, bam. So. Hier kann man nach unten gehen. So, dann hinten eine Nuss hier ran. Ja, klasse. Du kommst hier hin. Du kannst die dann erstmal einfrieren. Alter, okay, die Opas sind da so ein bisschen Problem gerade. Ja, das, ist etwas mehr, als ich so erwartet hatte. Hier, Moment. Ein bisschen zum Schießen. Piu, piu. Sehr gut. Hier nochmal was einfrieren. Die Nuss ist explodiert. Sehr gut. Dann mehr hiervon. Wir brauchen mehr von euch. Oh nein, da ist ja einer durchgekommen. Das geht so nicht. Hier ist wieder eine Nuss. Ist hier eine Nuss. Oh Gott. Oh Gott, lasst nein, nicht meine Sonnenblumen. Tötet ihn los. Ach, das war's schon. Attacke! Das war's schon. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so voll so der Action-Kram. Also definitiv so eine Schaß-Taktik hatte mit so richtig doofen Flunzen quasi. Wie die so richtig gut gemacht. I just want to celebrate every day of living, yeah. Überlebe und schütze bedrohten Pflanzen nochmal gemacht. Wie sehen das jetzt aus? Wir haben ja eine verbraucht, jetzt so eine aufgepowerte, und zwar die Kaktusse. Ist das ein bisschen unübersichtlich, das Level, aber wir haben es ja geschafft. Von daher. Yay. Hier, du da, du musst gegossen werden. Und euch muss ich mal aktivieren, sonst werde ich euch ja nie aufbrauchen. Ich bin eine Biene. Ich bestäube. Nein, ich bestäube den da. Du wirst gefickt. Okay. Das hat ihm 48 Minuten abgezogen. Okay. Dann gehen wir jetzt straight weiter ins nächste Level. Oh, da bekommen wir wieder ein Desenk. Wow, da ist die dicke Nuss. Die Hochwalnuss. Die You shall not pass, not. Nein! Verhindert, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Ja, ich hasse Blumen. Also ich meinte, ich... Oh, nicht diese Zombies! Da bin ich ja froh, dass ich den hab. Und ich brauche die Bohnen noch, damit wir sie da abhalten können. Den brauche ich, den hier will ich haben. Der lohnt sich auch zu pflanzen. Und dann brauche ich jetzt noch irgendwas, was so normal Schaden an denen macht und die aufhält, weil das wäre voll gut. Oh ja, ich übrigens habe mir den Hypnopilz gegönnt, den hier, weil der im Angebot war. Und so billig habe ich mir gedacht, ach kommt Leute, machen wir's. Alles klar, ich hoffe, das klappt so. Wenn nicht, kotze ich. Das wird sicherlich richtig scheiße, Mann. Ich kann nicht pfeifen, das lutscht gewaltig. La 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 la. Zuerst mal vorspulen. So, der hilft schon mal. Dann hilft das hier auch. Sehr gut. Das ist schon mal eine Taktik. Damit kann man schon mal arbeiten. Damit auch. Die werden da eingefroren. Dann kann der da erstmal da reinlatschen. Können wir den hier davor packen. Der hier oben kann pupsen. Der kann... Nein, das wollte ich. Verdammt. So, dann hier mehr Sonnenblumen hin. Das läuft schon mal gut. Das läuft schon mal sehr gut.
Hat er voll einfahren lassen. So, alles klar. Dann kann hier ein Melonenkatapult hin. Den da. Dann wird das hier noch voll gemacht. Alter, dieses satte Furzgeräusch ist ein Traum. Jo, das ist eine gute Taktik bis jetzt. Läuft bei O. Oh, fuck this shit. Ich pack dir mal gerade so eine Nuss davor, weil wenn er die kaputt macht. Oh, crap. Riesige Welle, ja. Oh, kacke, da unten kommt einer durch. Ich hab nicht aufgepasst. Es passiert so viel gleichzeitig. Können wir hier noch welche hinpacken? Alles klar. Ja, das muss ich gerade auch mal einsetzen. Sehr gut. Die Nuss hat auch ordentlich weggebumst. So, dann überall nochmal so kurz vor knapp Teile hinpflanzen. Ja, bis jetzt geht's. Okay, ich brauche mehr. Ich brauche einfach mehr in Melonen. Melonen sind gut. Ich mag Melonen. Jeder mag Melonen. Melonen sind einfach beste. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann habe ich hier dazwischen habe ich noch meinen Safe Spot. Da habe ich alles vollgepflanzt. Alles voller Boden. Alles voller Eisbergsalate. Voller Kartoffelminen. Da kommt keiner durch. Das ist mein Minenfeld. Yes. Und jetzt die Melonen hier so. Bam, 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 bam. Splash, splash. Spürt den Sommer, Bitches. Ich habe mir übrigens keine kalten Melonen gekauft. Weil mir wieder eingefallen ist, der Fruchtzucker nicht vertrage. Ich so, ich glaube, ich kaufe mir Erdbeeren und ich glaube, ich kaufe mir Melone. Ach nee, scheiße, wir trinken ja keinen Fruchtzucker, da war ja irgendwas. Also ich vertrage ihn schon. Die Leute, die haben richtig Allergien damit und so. Aber sagen wir mal, es geht mir besser, wenn ich ihn weglasse. First World Problem. So, jetzt. Juhu, yeah. Ja, dann frisst doch daran, dann explodiert das Ding. Macht euch alle fertig. Klein da vor allen Dingen, ist einfach voll weggebombt. Läuft es? Okay, machen wir nochmal. Multi-Melonen-Angriff! Bam, 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 bam. Und nochmal. Yeah! Dich, 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 dich. Los, komm schon! Fuck, 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 fuck. Wieso lebt denn überhaupt so lange? Jetzt hör mal auf damit. Dankeschön. Immer auf Zicks ist hier, Mann. Das nervt voll. Yay! Belohnung. Was ist diesmal? Ein Kostüm? Power-Ups? Geld? Ruhm? Macht? Das One Piece? Sag schon! Ui, toll. Eine Taucherbrille für einen brennenden Baumstamm. Das macht Sinn. Doch, doch. Das macht ganz viel Sinn. Was ist hier los? Hab ich mich so eingeklickt. Walnüsse, Bandskasten ist freigeschaltet. Melonenkatapult freigeschaltet. Sonnenschaufel ist freigeschaltet. Yeah, Level Up. Yay. Ja, die Hochwallnuss, ach komm, das machen wir noch, das schaffen wir noch. Ja, es kann doch nicht so schwierig sein. Und warum gibt es hier Hochwallnüsse? Was ist denn hier? Plane deine Verteidigung, besiege die Zombies. Was ist denn hier so? Ach du Scheiße. Wir brauchen Blitzdinger und etwas, was nach hinten schießt. Nach hinten schießende Teile und die Blitzdinger auf jeden Fall. Alles klar. Wenn es geht, natürlich noch mehr vernünftige Verteidigung. Dinge, die nach vorne und nach hinten schießen. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Und beim Rest weiß ich nicht, wie viel wir da noch übrig haben an Punkten. Sowas kann man natürlich auch benutzen. Wobei der schubst hier nur nach hinten. Ich habe keine Ahnung, wir probieren es jetzt gerade mal aus. Und zwar eins und zwei und drei und vier. So, ihr solltet das eigentlich einigermaßen halten können und ihr hier so in alle wichtigen Richtungen. Und dann hier, was noch geht. Los geht's, YOLO. Ich glaube, das wird nix. Hier wird vorgespult. Wir werden fertig gemacht und gegrillt. Oh nein, das sind die Opas. Erledigt die Opas. Die Opas, no, die Opas kommen. Da wurde gegrillt. Alles gut. Wir müssen auf keinen Fall in der Mitte durch.
Diese Hühner sind ja schrecklich. Oh mein Gott. Das Elektro... Alter, die haben hier schon weggefressen. Die haben den schon weggefressen? Wie soll das denn gehen? Ah, nee. Nee, 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 nee. Mistverdammter. So klappt das doch nie. Oh, crap. Okay, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Nein, das geht so nicht. Ich glaube, ich kacke auf die Loren. Ich glaube, ich scheiß einfach auf die Loren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann reicht das aus noch für... Ah, verdammt. Ich nehme ein paar weniger davon. So dass ich das hier zumachen kann. Los geht's. Ja, ich habe eine Nuss vergessen. Warte. Da. Vorspulen. Ja, das gefällt mir schon besser. Glaube ich. Möchte dann übrigens diese Dinge hier schützen? Ja. Weil die Elektrodinger dürfen auf gar keinen Fall fallen. Oh ja, das läuft gut. Zwei Nüsse können explodieren, die können wir wieder zurücksetzen. Oh ja, das gefällt mir, das sieht gut aus. Und die Teile hauen ja auch nach hinten, noch rechtzeitig. Und sie sehen, dass da ein Zombie kommt. Ja! Ah, die machen ihn einfach Black One-Hit! Ja, zerstört sie! Oh mein Gott. Die Nüsse gehen aber schneller down, als man gucken kann. Da ist schon mal ein Mantel explodiert. Das ist nicht so gut. Alter, die Opas. Alter, die Opas. Okay. Okay, meine Nüsse gehen ganz schön down. Diese Hühner sind übel heftig, mega scheiß die Wand an. Oh, wow, seriously. Das ist die letzte Welle, das schaffen wir. Das letzte Welle, das schaffen wir. Mach ruhig. Macht, komm. Bitte, letzte Wave. Also komm schon, das kriegen wir locker hin hier. Bam, du hast es gesehen. Voll explodiert, Mann. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Opas dahin... Oh. Einfach umkippen. Habe ich schon gesagt, dass ich die Wasabi mag? Ich mag die Wasabi. Wasabi! Was? Hab nichts gesagt. Massive Mauer, die niedrig fliegende Zombies abwehrt. Was ist, kommen fliegende Zombies? Juhu. Aber die sehen wir dann wohl erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, kommentieren, bewerten, liken, favorisieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder Plants vs. Zombies. It's about time. Oder Timing vielmehr. Und danke für euer Abonnement. Mehr Projekte auf meinem Kanal. Ich fast jeden Tag meistens. Also ich gebe mein Bestes. Da-da-ba-da-ba-ba-da-ba. Wir singen.